Eine deutsche Panzerhaubitze 2000 im Einsatz in der Ukraine. Sie kann Ziele in bis zu 40 Kilometern Entfernung treffen. Unter anderem 10 dieser Geschütze hat Kiew von Deutschland erhalten. Die Grünen dringen auf weitere Waffenlieferungen und erhöhen den Druck auf den Koalitionspartner SPD. Ich bin der Überzeugung, die Zeit der Zögerlichkeit muss vorbei sein. Es muss mehr geliefert werden. Alle in der Regierung wissen das, auch die Sozialdemokratie. Die Ukraine feierte in den vergangenen Tagen Geländegewinne. Das wäre nicht ohne westliche Waffen möglich gewesen, sagt der ukrainische Botschafter in Deutschland. Dieses Wochenende, das war vielleicht das Schönste, wenn man darüber überhaupt reden kann, das schönste Wochenende seit dem Kriegsbeginn, weil unsere Armee, unsere Streitkräfte ein Gebiet befreit haben, das ungefähr so groß ist wie Zypern. Umso dringender fordert der ukrainische Botschafter auch Kampfpanzer wie den Leopard von Deutschland. Ähnlich sieht das die CDU. Dingos, Fuchs, Marder, Leopard, die würden die Wende herbeiführen. Und es kommt darauf an, den Krieg so schnell wie möglich zu beenden, damit die Ukraine eine Verhandlungsposition der Stärke hat und Russland das Land verlassen muss. Doch der Kanzler verweist auf das, was Deutschland bisher geliefert hat und betont, es werde keine Alleingänge geben. Wir werden diesen Weg weitergehen und die Ukraine so lange unterstützen, wie das notwendig ist. Ansonsten bleibt es bei der Haltung, die die deutsche Regierung seit Anfang an eingenommen hat und die auch für die Zukunft unsere Haltung sein wird, nämlich, dass es keine deutschen Alleingänge gibt. Doch Kiew betont, man sei auf weitere Waffenlieferungen aus dem Westen angewiesen und die Zeit dränge.